Hallo zusammen. Heute erkläre ich Ihnen, was das für Folgen hat, wenn Sie den klassischen Verzicht einer einmal zugesagten Pensionszusage aussprechen. Es geht hier um Gesellschafter, Geschäftsführer. Das gilt auch für die kommenden Videos. Eine einmal zugesagte Pensionszusage darf nach Zivilgesetz wieder aufgehoben werden, weil es keine Bindungswirkung gibt, weil es nicht unter das betriebliche Altersvorsorgegesetz fällt. Das ist natürlich eine Andersstellung gegenüber einem fremden Arbeitnehmer. Sie können jetzt als Gesellschafter, Geschäftsführer also den Verzicht aussprechen. Das ist möglich und auch wirksam. Jetzt kommt aber der Steuergesetzgeber und sagt, das hält ja einem Fremdvergleich nicht statt. Und der Steuergesetzgeber möchte verhindern, dass eine Willkür passiert. Sie könnten sich also andauernd Pensionszusagen zusagen, wieder aufheben, zusagen, aufheben, weil es zivilrechtlich tatsächlich möglich ist. Der Steuergesetzgeber setzt dabei eine Sperre rein. Der sagt, eine einmal zugesagte Pensionszusage kannst du nicht widerrufen. Und wenn Sie die widerrufen, dann passiert Folgendes. Sie haben in Ihrer Bilanz eine Pensionsrückstellung gebildet. Diese hat den Gewinn gemindert. Mit dem Verzicht auf die Pensionszusage müssen Sie diese Gewinnminderung wieder rückgängig machen. Darüber hinaus, und das ist jetzt das Drakonische an der Besteuerung, wird unterstellt, dass Sie diesen Betrag einmal an sich ausgeschüttet haben. Jetzt werden Sie sagen, ja, aber ich habe doch gar nichts ausgeschüttet. Das ist egal, es wird so gestellt. Und Sie haben das bei sich privat wie Einkünfte aus Kapitalvermögen zu besteuern. Dass davon 40% steuerfrei sind, da werden Sie mir zustimmen, bei den hohen Beträgen, die Sie dort auflösen, wird Sie das nicht interessieren. Das wird eine herbe Besteuerung bedeuten. Nämlich doppelt. Einmal als Ertrag innerhalb der Gesellschaft und dann nochmal als Einkünfte aus Kapitalvermögen privat. Also das Resümee, der Verzicht auf eine Pensionszusage, das sollten Sie auf gar keinen Fall tun. In den weiteren Videos geht es natürlich um andere Möglichkeiten. Aber der Verzicht ist eben auch einer. Den muss ich auch nennen. Ihnen aber auch gleich davon abraten. Thanks for watching.